Martina, darf ich eigentlich Nein zu meinem Kind sagen, um eine große Sauerei oder vielleicht auch viel Arbeit zu verhindern? Ja, das darfst du auf jeden Fall. Denn Kinder brauchen zwar Freiraum für ihre Entwicklung, auch viel Autonomie, nur dafür braucht es nicht unbedingt die Farbe an der Wand oder die Farbe an den Fenstern oder vielleicht das Kakaopulver auf dem Tisch verteilt oder die Milch. Ja, das heißt, diese Erfahrungen kann dein Kind auch anderweitig machen. Versuche da wirklich auch auf dein Bauchgefühl zu hören und eine klare Grenze zu zeigen, wenn du weißt, wenn ich da jetzt Ja sage, geht das richtig schief und hinterher bin ich total gestresst und davon hat dein Kind auch rein gar nichts, wenn du da dann völlig gestresst und genervt bist, weil du vielleicht zu viel Freiraum gegeben hast in diesem Moment. Es ist soweit und ich bin überglücklich. Meine Bindungsakademie nach Dr. Martina Stotz ist da und ich darf dich in dieser Bindungsakademie begleiten und dich ausbilden zum zertifizierten Elternberater oder zur zertifizierten Elternberaterin. Ich lebe diesen Traumberuf seit so vielen Jahren und möchte dir all mein Wissen, all meine Erfahrungen, mein individuelles Beratungskonzept in meiner Ausbildung weitergeben. Ab Juli geht's los. Du sicherst dir über die unverbindliche Warteliste drei wichtige Vorteile. Du erfährst als Erster, der Erste, wann es losgeht und du sicherst dir kostenfreie vorbereitende Impulse und einen exklusiven Wartelistenrabatt. Ich freue mich riesig auf dich auf der Warteliste und kann es kaum erwarten, dass wir gemeinsam starten und du schon bald deinen Traumberuf ausüben wirst.